Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Lars Reiter. Wir sind in Folge Nummer, gute Frage, 14 ist es, glaube, von Transport Fever 2. Wir haben letztes Mal oben hier eine Strecke gemacht, die jetzt uns Eisenerz zum Stahlwerk bringt. Ja, genau so ist es. Und da müssen wir gucken, wie sich das rentiert und ob wir mit dem Geld irgendwo wieder ins Gute kommen, weil wir haben da gerade 100.000 Minus stehen. Ist jetzt nicht so prickelnd, aber ich glaube, der Zug kommt jetzt gerade hier an, oder? Nee, doch nicht. Der ist da. Wo ist der andere? Ah, der kommt gleich an. Da müssen wir eigentlich das Geld ein bisschen mindestens wieder reinkriegen, denke ich mal. Alles klar, dann würde ich sagen, bis gleich. Der ist auch voll geladen. Wir schauen nach dem Intro weiter. So, der kommt da jetzt gleich an und hoffentlich kriegen wir dann genug Geld, dass das erstmal wieder eine blaue Zahl wird in diesem Fall und keine rote mehr, ne? Und dann müssen wir halt schauen, wie es mit dem Geld wird. Kamerad schneller. Ja, auf 2 können wir sowieso, glaube ich, immer laufen lassen besser. 1 ist einfach zu langsam in meinen Augen. Oh, wir haben gerade mal die 0 geschafft sozusagen. Das ist nicht so prickelnd. Aber er ist schon wieder voll. Okay, das bedeutet, wir müssen weiter schauen, wie wir an Geld kommen in dem Sinne. Wie weit sind unsere Kutschen denn jetzt hier unterwegs? Jetzt ist nur die Frage, sind die schon geladen? Natürlich nicht. Linie 12. Kann ich denen jetzt auch sagen, fahr die andere Richtung? Fahrzeug verwalten. Die eine Kutsche fährt da ein. Das ist Fahrzeug 27. Irgendwo war das doch mit überspringen, oder? Ah ne, das war im anderen Spiel. Fahrzeug verwalten ist hier. Wie kann ich ihm denn jetzt sagen, fahr bitte das nächste Ziel an? Will es zwar ein Depot schicken, er will das Fahrzeug verkaufen. Ne, das will ich alle nicht. Ich will ihm eigentlich nur sagen, fahr jetzt bitte nicht da hoch, sondern fahr da runter, weil das ist ja jetzt voll doof. Ah, hier war es, glaube ich, oder? Nee. Wenden. Vielleicht macht das jetzt. Fährt er jetzt nach Lightscore Nord? Ah ja, jetzt passt's. Wenden ist das Richtige. Okay, dann ist es zwar ein bisschen doof jetzt, weil, na, der fährt ja schon voll dahin, ne? Genau so ist es. Und der hat's richtig gemacht in dem Sinne, weil der kostet uns jetzt nicht so viel Geld. Der andere hat uns schon wieder da richtig reingeritten wahrscheinlich, dass der schon so weit ist vor allem. Und der ist fast schon angekommen. Wo ist er denn jetzt? Hier. 4.000 Minus. Bis er da ist, sind 6.000, 7.000 Minus gemacht. Okay, es läuft jetzt nicht so ideal, aber es kommt gerade ein Zug wieder an. Das mit dem Geld einnehmen, das ist jetzt schon so eine Schwierigkeit, würde ich sagen, ne? 150.000 miese. Jetzt sind wir doch mit 35 im Plus zum Glück. Und der andere müsste jetzt eigentlich ja hier hinten auch ankommen, oder? Ah ne, da ist er schon. Ja, bis der raus ist, ist der wieder reingefahren, dann passt das vielleicht. Ah, der fährt schon raus. Der hat schnell geladen und fährt. Sehr gut. Ich glaube, das kriegen wir schon hin mit dem, was wir jetzt gemacht haben, ne? Straßenfahrzeug 25. So, und wenn das dann fertig ist, ne? Der Abnehmer, also wir haben ja Lieferanten, ist klar. Einmal das und einmal das. Und der Lieferant-Abnehmer ist dann hier die Maschinenfabrik in Pellingen. Die ist da. Gibt es denn noch ein... Ja. Stahlwerk Pellingen ist da. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Abnehmer. Winden, Kostbar und Dörn. Ich glaube, wenn ich hier drauf klicke, springt der dahin ohne. Das ist da. Ich glaube, das ist auch irgendwo anders an der Welt. Genauso. Und Dörm. Ja, sind beides. Also es ist tatsächlich Pellingen wahrscheinlich das nächste, ne? Fährt natürlich so einen großen, krummen Weg dann, ne? Hier lang. Wäre dann kürzer. Ne, ist auch nicht kürzer, ob er darum fährt oder darum fährt. Aber durch den Berg brauchen wir definitiv nicht. Das können wir uns nicht leisten. Aber dieses Tal hier, das müssen wir so oder so mal anschließen, ne? Dass es hier durchgeht. Bis zu irgendeiner Straße hier. Ich
Ja, oder da. Aber es kostet halt so viel Geld, ne? Das ist schwierig. Das Bergwerk hat aber nichts, sonst andere Abnehmer gibt es wahrscheinlich auch noch, ne? Eibenstock ist da. Da ist auch eine Ecke weg. Kleesten ist hier mittendrin, auch zu weit, viel zu weit weg. Und Winnen ist auch zu weit weg. Das brauchen wir alle gar nicht erstmal angehen. Da müssen wir erstmal ganz viel Geld verdienen, um diese Karte dann da zu erschließen, ne? So, wir sind gerade im Plus mit den Tausender. Linie 10 und Linie 12 kommt da an. Aber was liegt denn hier? Nix? Ah ne, es wird ja auch nur angeliefert. Passt schon. Wie sieht es denn hier aus? 65 Passagier Linie 4, 28 Linie 6. Das ist erstmal schon mal gut. Der ist doch rausgefahren vor kurzem, oder? Obwohl, der ist auch schon wieder weit weg. Ja. Ist fast schon wieder beim Neuen. Aber wir sind hier bei 40.000 Miese. Hallandorf. Jetzt müssen wir mal hier gucken. Da steht niemand. Hier stehen 13, aber auf der falschen Linie in dem Sinne. Linie 1, da steht gar keiner mehr. Okay, Linie 9 ist gerade angekommen und nimmt wohl welche mit. Die ist voll. Da ist nochmal Linie 9. Die wird auch noch voll. Ute Werner ist hier, guck. Und dann haben wir hier nochmal Linie 1. Aber für Linie 1 steht doch stehen zwei hier. Da steht aber niemand. Und hier steht tatsächlich jetzt mal 4. Okay, das geht dann schon noch. Wir sind mit 172 jetzt im Plus. Jetzt geht es mal ein bisschen positiver voran, hoffentlich. Dass wir wieder im Plus bleiben. Die Investitionen aus der letzten Folge waren natürlich immens. Linie 5 steht einer. 5. Hier steht niemand auf Linie 11. Hier unten stehen 2 auf Linie 5. Also unser Dingens. Straßenbahn ist jetzt nicht so dolle unterwegs, ne? Hier ist er, oder? Ja. Zwei hier drin, aber fährt noch Plus. Hier steht niemand. Überschneidet sich zu viel oder? Nee, eigentlich nicht so sehr, ne, oder? Nee. Und hier steht jetzt einer. Hier stehen natürlich 36 und 71, ne? Da wäre es wichtiger, was zu tun. 88.000 plus. Zug müsste jetzt bald an. Ist angekommen, fährt schon zurück. Und der andere kommt hier hoch. Okay. Ah, es ist mit dem Geld noch ein bisschen knapp. Lightscow hat hier Versorgung 0 und da auch 0. Ja, ich glaube, das muss man machen, damit die Städte ordentlich wachsen, ne? Und wenn ich die Maschinenfabrik anschließe, dann kriege ich so ein Zahnrad, ne? Also das ist wohl dann auch wichtig, dass wir das anschließen, damit das läuft, ne? Das würde bedeuten, wir müssten hier auch so ein Teil hinmachen, ne? So eine Station. Das war hier LKW-Station, ja. Und 130.000 ist natürlich eine Hausnummer. Dann meckert er auch schon Steigung zu groß und so, ne? Wenn ich das auf der anderen Seite hinsetze. Auch nicht möglich. Oh, da ist aber eine ganze Ecke billiger. Da kommen wir ja fast für 79.000 hier raus. Hatten wir das letzte nicht schon mal da? 78 sogar. Das würde ich dann da einbauen wollen. Aber das Geld müssen wir erstmal zusammensparen.
Das wird etwas schwieriger werden, aber das müssen wir unbedingt machen, weil wir müssen die Zahnräder haben, damit die Städte wachsen. Ist denn hier auch ein Zahnrad? Nee, leider nicht. Nur in Leitzkau gibt es das Zahnrad. In Pellingen gibt es das nicht. Gibt es das hier in, wie hieß der Ort? Hallandorf. Ja, da gibt's das. Das ist schon mal gut. Oh, da gibt es eine neue Stadtbahn. Die fährt 27 km/h. Wie schnell fährt denn unsere jetzige? Kann man das gerade sehen? 26, okay, das ist jetzt kein Up, aber lass mal gerade gucken, wie viel Unterschied ist das denn zu dem hier mit Personen? Auch Kapazität 11. 26 fährt halt 1 km/h schneller. Ach, die ist elektrisch und die ist mit Dampf. Aber da musst du ja auch noch Hochspannungsleitung dann legen, ne? Ladegeschwindigkeit zweifach, das ist gleich. Emissionen sind natürlich höher. Gewicht 12 Tonnen, 8 Tonnen. Die Pferdekutsche fährt natürlich hier mit 20, mit 6 Passagieren. Okay, das ist eher Pferdebahn. Stadtbahn Halle, okay. Okay, das heißt, wir bleiben dabei, ändern da erstmal nichts. Auch wenn es das Fahrzeug neu gibt. Ziel ist definitiv, dass wir hier ins Plus kommen, was jetzt gerade irgendwie nicht so toll aussieht. Aber da kommt der nächste Zug schon reingefahren. Aber wir müssen investieren, das hat, glaube ich, anders keinen Sinn. Und eigentlich müsste man hier einen Güterzug hinlegen. Aber ich krieg's mit dem Geld, was ich hier einnehme, nicht einen Güterzug da machen, zu machen. Da muss ich einen Güterbahnhof ja auch haben, weil dieser Bahnhof ist ja definitiv für Personen ausgelegt, ne? Das würde okay natürlich auch Sinn machen, einen Güterbahnhof hier abzuzweigen. Aber nicht mit den Kosten, die wir hier haben, weil der Zug selber kostet mich ja auch noch einen Batzen Geld. Das ist ja 1 Million, die ich da umsetzen muss mit dem Fahrzeug. Der würde dann hier vielleicht in dieser Kurve da rumfahren. Und hier ankommen. Das kann ich mir gar nicht leisten. Was sieht es denn mit Personen hier aus? Da steht einer jetzt mal. Hier steht niemand und da steht niemand. Aber da ist, glaube ich, gerade eine Kutsche abgefahren. Kann das sein? Wie waren denn da drinnen? 3 von 4. Okay, das geht. Der dreht jetzt da hinten. Wie viel sind es hier? 65 stehen da. Eigentlich müssten wir erst den zweiten Zug auf diese Linie haben, weil das rentiert sich definitiv. Weil da kommt das Geld dann rein, ne? Wir haben definitiv diesen Zug ja hier schon am Fahren. Ja, wir müssen jetzt einfach mal sparen, glaube ich. Das Problem bei dem Spiel ist aber auch, dass sich alles abnutzt. Und wenn sich alles abnutzt, dann musst du wieder investieren. Wo ist der zweite Zug? Steht hier gerade, ist gerade angekommen. 203.000. Wie teuer ist denn eine Lokomotive? Die günstigste ist diese hier. Fährt nur 40 km/h, aber... Und dann gibt es den Personenwagen, der hat 8 Passagiere und der hat 11. Können beide schneller fahren, wie es da angegeben ist, sozusagen bei der Lok. Aber hier, das ist, obwohl, 329, aber die fährt 45. Diese ist das, die kostet 728. 50 km/h, die fährt nur 40, kostet auch so viel Geld. 40 kN Zugkraft und die hat 20 kN. Dann fährt die natürlich vielleicht auch berghoch viel schneller, ne? Die wird dann auch noch den anderen Zug überholen müssen, in Anführungsstrichen. Also das funktioniert da nicht, zwei verschiedene Loks da einzusetzen. Also wenn die mit 243 und dann den dahinter. Oder den. Oder ausbauen. Also die runternehmen und die andere drauf. Fahrzeug verwalten.
gewähltes Fahrzeug ändern. Da sehe ich jetzt aber nicht. Oder doch, ist das der? Fahrzeug nach unten verschieben. Okay, das heißt, ich kann mehrere Züge dann machen dadurch. Das ist aber... Nee, ich glaube, das ist noch nicht mal der. Der sieht nur anders aus. Aber leider kann ich den jetzt nicht auswählen, ne? Da gehen ja 6 rein und hier gehen schon 8 rein. Das heißt, der ist schon ausgemustert, der andere. Ja. Ja, alle. Ja, das ist dann schon wieder auch das Problem, weil wenn ich jetzt den, dann irgendwann holt er ja doch auf. Weil der hat ja wieder andere Gewichte, 7 Tonnen, und der weiß ich nicht, wie schwer der ist. Ja, das gestaltet sich schwierig, denke ich. 76.000 haben wir gerade, sowieso nur plus. Also da muss man ziemlich viel für überlegen jetzt, dass das da läuft, ne? Die Kutsche ist jetzt schon mal leer, fährt 20 km/h da runter. Wo ist die zweite? Das ist ein Bus. Die zweite muss hier oben irgendwo sein, oder? Ah, die ist gerade angekommen. Ja, aber 22.000 plus, das ist eine Hausnummer, ne? Jetzt ist die Frage, wie viel plus hat die andere hier? Auch 22 und die hat schon einen halben Weg gefahren. Das war die, die sofort dahin gefahren ist wahrscheinlich, ne? Okay. Würde es bedeuten, dass es vielleicht Sinn macht, erstmal hier noch ein paar Kutschen draufzusetzen, oder? Gewähltes Fahrzeug klonen. Wir haben jetzt 170.000. Mach das mal. Mach das zweimal. Jetzt müssen wir nur gucken, dass der richtig fährt, ne? Der fährt jetzt so Knights Co. Nord. Das ist hier, ne? Oder? Ja. Und der zweite? Fahren beide nach Knights Co. Nord. Das ist schon mal gut. Also so müssen wir jetzt das Geld machen, anders funktioniert das glaube ich nicht. Kann man hier sehen, wie die Auslastung ist? Hier aber Produktion 5 von 200, also das ist, der Balken wird ja wohl voller hier werden und dann sollte das kein Problem sein, wenn da mehr ankommt, oder? Was haben wir jetzt noch hier? Da ist die Kohle. Es ist tatsächlich auch zu überlegen, wenn die Kohle wäre, den Abnehmer hier. Pellingen, Eibenstock, Lesen, Winden. Ja, die sind alle auf der anderen Seite der Karte. Und er hier hat noch Abnehmer. Eibenstock, Lesen, Winden. Die drei sind ja auch auf der anderen Seite der Karte, genauso wie da, ne? Wann muss man sowas rüberfahren, oder? Wie viel haben denn diese hier Ertrag? 10.000. 2.000. Okay, der ist auf dem Rückweg. Ja, der ist auf dem Rückweg. Ja, die machen aber alle Plus, denke ich mal. Linie verwalten. Na, warte mal, wir gehen mal unten hier rein und schauen uns die Linie nochmal genauer an mit dem Aus- und Einnahmen hier. Also Linie 2 ist eine Personengeschichte, die nicht so dolle unterwegs ist. Ist aber auch nur noch eine Kutsche drauf. Wo ist denn die? Ist die hier am Wasser da unten, ne, oder? Ja. In Kettemers Mühle. Allerdings stehen da tatsächlich überall Fahrzeuge. Leute, 4, 2, 1. Okay. Das meiste wird von der einen Kutsche dann abgedeckt. Wo ist jetzt gerade die Kutsche? Ich hoffe hier. Nee, das ist Linie 8. Schade. Das ist Linie 8, das passt dann nicht. Ist das hier die richtige? Ah, das ist hier die Kutsche. Wieso? Ach so, hier hinten ist auch noch eine Haltestelle, okay. Kiefernweg hat auch noch eine Haltestelle.
Da steht nur noch einer. Ich hoffe, die hauen nicht ab, weil sie zu lange warten müssen. Das ist das Nächste, ne? Da kam jetzt einer an. Ach so, das war Linie 8, die da gerade angekommen ist und nimmt den mit. Das ist, die ist dann auch voll, das passt dann. Und jetzt fährt die dann da hinten hin, ne? Birkenstraße. Birkenstraße ist in Bofzen, oder? Ja, da warten auch vier. Okay. Und dann ist ja noch die Linie hier, ne? Da sitzt einer drin. Linie 9 mal angucken. Linie 9 ist hier und fährt 13.000 Miese ein. Sind 6 drauf. Ja, da tun wir uns ganz schwer mit, ne? Allerdings ist das Geld momentan konstant ziemlich im Plus, glaube ich, kann das sein? Also wir müssen jetzt doch so ein paar Kutschen noch hier kaufen für die Produktion der Güter bzw. Transport der Güter. Und dann könnte es klappen, dass wir da... Ja, wir haben ja jetzt auch noch 2 dazu gemacht. Vielleicht kriegen wir die Zahlen jetzt dadurch besser hoch. Und wenn wir die hochkriegen, dann sollte es eigentlich klappen auf Dauer, oder? Die Infrastruktur hält. Ja, es gibt manche Linien, das sind leider keine vernünftigen Geschichten, aber... Ich habe fast die Vermutung, dass die hier an dem Bahnhof weniger stehen würden, wenn wir hier nicht versorgen würden, ne? Weil die würden da alle gar nicht hinwollen dann. Genauso wie hier hinten wahrscheinlich auch. Wir stehen hier, 34, das geht aber alles. Ich sag mal, wir schauen da in der nächsten Folge nach. Vielleicht lasse ich auch zwischendurch mal ein bisschen weiterlaufen, dass wir ein bisschen mehr Geld haben. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir hier so viel Geld mal haben und noch irgendwie haben einen zweiten Zug. Wie gesagt, das bringt es auch nicht, ne? Weil die... Der Zug müsste der gleiche sein wie der, damit die sich hier immer schön begegnen. Aber irgendwann holt der eine auf, obwohl tut er auch nicht, der wartet ja immer hier, wenn. Müssen wir gucken, weiß ich noch nicht. Schauen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.